Wie das Wetter an Weihnachten wird, lässt sich noch nicht zuverlässig vorhersagen. Aber der bevorstehende Winter wird wohl eher mild. Laut deutschem Wetterdienst soll es verglichen mit dem Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre normal bis wärmer werden. Die Wetterexperten beziehen sich dabei auf die kommenden 3 Monate. Aus meteorologischer Sicht beginnt der Winter am heutigen 1. Dezember und geht mit dem Februar zu Ende. Ski-Warm-up bei Helmut Sieberer und seinem Sohn Felix am Morgen auf der verschneiten Zugspitze. Sie gehören zu den ersten Skifahrern der neuen Saison auf Deutschlands höchstem Berg. Bis zu 2 Meter Neuschnee sind hier gefallen, so viel wie seit 20 Jahren nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Super, haben wir schon lange drauf gewartet, oder? Dass man wieder fahren kann. Also macht's auch viel Spaß und ich freue mich jetzt auf den Winter. Richtig bergig. Richtig viel Schnee gibt es zur Skisaisoneröffnung heute auch auf dem Feldberg im Schwarzwald. Trotz rasantem Wintereinbruch, einen besonders kalten Winter soll es laut Meteorologen nicht geben. Bedingt durch den Klimawandel sind die Temperaturen in den vergangenen 33 Jahren in Deutschland in den Wintermonaten gestiegen. Unter der 0-Grad-Marke lagen sie im Durchschnitt schon seit 12 Jahren nicht mehr. Das dürfte sich fortsetzen. Wir erwarten aus unseren Jahreszeiten-Vorhersagemodellen heraus eine klare Tendenz zu einem durchschnittlich bis etwas wärmeren Winter. Das kann man sicherlich sagen. Da kann natürlich auch mal eine frostige Zwischenphase drin sein. Bei den Niederschlägen erwarten wir eigentlich recht hohe Niederschläge diesen Winter. Grund: mehr Verdunstung durch überdurchschnittlich warme Ozeane. Ob das insgesamt in Deutschland für mehr Regen oder mehr Schnee diesen Winter sorgen wird, das sei aber noch offen. Und bevor wir zum aktuellen Wetter kommen, schauen wir zunächst nach Nürnberg. Dort hat heute der Christkindlmarkt begonnen. Traditionell mit dem Prolog des Christkindes. Bis Heiligabend erwartet die Stadt mehr als 2 Millionen Gäste aus aller Welt. Für die Besucher heute war der leichte Schneefall schon mal eine gute Einstimmung aufs Fest. Wie die kommenden Tage werden, dazu jetzt unsere Wettervorhersage. Polarluft sorgt häufig für Dauerfrost, ein Tief über dem Balkan im Süden regional für ergiebige Schneefälle. Hier gelten amtliche Unwetterwarnungen. Auch im Osten schneit es heute Nacht gebietsweise. Im Küstenumfeld gibt es Schnee- oder Schneeregenschauer. Morgen fällt vom südöstlichen Baden-Württemberg über Bayern bis nach Sachsen weiter Schnee. Im Verlauf von Westen her aber seltener. Sonst neben dichten Wolken und Schauern auch Sonnenschein. In der Nacht Tiefstwerte von 0 bis minus 12 Grad. Morgen werden im Erzgebirge minus 7, auf den ostfriesischen Inseln plus 4 Grad erreicht. Am Sonntag im Süden und Südwesten länger Sonnenschein, sonst Sonne, Wolken und stellenweise Schneeschauer. Montag und Dienstag viele Wolken und vor allem in der Westhälfte Schnee und Regen, der örtlich gefrieren kann.